Hi, hier ist wieder Marco von der Kiezpatrouille, der Fahrtrede mit Small Schwarz. Dann nehmen wir einfach mal los, oder? Draußen drin. Ja, schön. Die haben Bier hier besorgt. Ah, super. Weil ich habe gesehen, in der Kiezpatrouille trinkst du mal Bier. Dann hab ich mal als kleines Willkommensgetränk. Ja, na dann. Schön, dass es mal geklappt hat. Was trinkst du? Ich trinke Wein. Wein. Ah, dann. Prost. Prost. Marco, wie lange machst du schon die Kiezpatrouille? Die Kiezpatrouille? Ja. Das ist ein super Projekt, finde ich geil. Ja, das ist eine interessante Frage. Die Kiezpatrouille machen wir jetzt so seit anderthalb Monaten, zwei Monate ungefähr. Ist am Anfang. Ist am Anfang. Super ja. Sache. Also ich freue mich, dass ich dabei bin. Ja. Ich muss sagen, ich wünsche der Sache allen Erfolg. Das ist höchst ehrenwert. Es ist auch so, du bist natürlich der Erste, der interviewt wird. Selbstverständlich. Nicht nur für die Kiezpatrouille, sondern grundsätzlich auch für mich. Und, klar. Deswegen mal so die Frage, bei der künstlerischen Vita, die du hast, würde mich interessieren, gibt es irgendwelche Erfahrungen mit Interviews, die du hast, an die du dich gerne oder nicht so gerne erinnerst? Ja. Ja. Ich habe jetzt, also wo ich alt bin, läuft es besser. Aber es gab auch andere Beispiele. Es gibt zum Beispiel die Fremden. Das ist eine Band, in der ich mal gespielt habe. Da hatten wir große Ambitionen und wurden Punkrock und wurden eingeladen zu einem Interview im WDR in Köln. Dem Westdeutschen Rundfunk. Westdeutscher Rundfunk Köln. Wo haben wir gespielt? Wir waren auf Tour mit unserer Band und waren in Görlitz. In Görlitz? Viel weiter. An der polnischen Grenze. Viel weiter geht's nicht. Und dann der nächste Gig war, glaube ich, in Dresden. Also, naja, und wir wurden dann quasi eingeflogen im Zug, der Sänger und ich, Dief und ich, weil wir als sprachmächtig erkannt wurden und als Delegation nach Köln und sind dann in dieses Funkhaus. Es gab Übernachtung im Hotel, Essen und dann gab es irgendwann den Interviewtermin, der war eine Stunde lang und da waren eine Band, die uns komplett aus dem Konzept gebracht hat. Das waren die Kassierer. Okay. Das ist eine Band, die sehr lustig. Vielen bekannt ist. Die ist vielen bekannt. Die Kassierer. Sehr lustig. Sehr, sag ich mal, handfest. Und wir waren sehr tiefgründig und wollten schüchtern, unerfahren, aufgeregt. Und die haben uns an die Wand geklatscht. Okay. Und wir wussten nicht mehr, was wir sagen sollten. Und unser Manager, der uns dahin gebracht hat, Goldi, war ganz furchtbar enttäuscht für uns. Und das war unendlich enttäuscht. Also es war so schlimm, dass ich das heute noch spüre, diesen Schmerz. Entschuldigung, Goldi. Gibt es auch irgendeine tolle Erfahrung, irgendeine Glam-Erfahrung bei der Band-Zugehörigkeit, wo du überall mitgespielt hast und ja, das glaube ich würde auch noch jemand interessieren. Ja, generell ist glaube ich, also Musik machen ist, man träumt von Glam und es ist kein Glam, es ist eigentlich nur Hucken. Und Erfahrung im Ausland. Erfahrung machen, ja, ich habe das alles gemacht. Bei den Volkerholics. Ja, bei den Volkerholics. Ja, ich war bei Maximilian Hecker in der Band, das ist ein Sänger aus Berlin und den kennt man in Berlin nicht, aber man kennt ihn in China und da war ich eingeladen. In China? Das war nicht in China, das war in Taiwan. Oh, jetzt machst du dir keine Freunde. Es war in der... In China. Wie heißt denn das? Ist das ROC? Nee, das ist Republic of China. In Taiwan, in Taipei, in der Stadt Taipei. Und da haben wir gespielt und das war die Weltmeisterschaft 2006 und das war Spiel Schweden gegen Deutschland, was ich unbedingt gucken wollte, aber unser Konzert war abends. Es war aber in China oder in Taiwan und dann haben wir das Konzert gemacht, es waren 400 Leute im Club und dann sind alle rausgegangen nach dem Konzert und alle waren begeistert und ich dachte,
Die sind total diszipliniert, die gehen alle raus. Und niemand fragt einen was. Was die aber gemacht haben, war, sie sind rausgegangen und sie haben sich wieder in der Schlange angestellt. Sie waren noch viel disziplinierter, als ich dachte. Und dann haben sie sich angestellt, um Autogramme von Maximilian Hecker zu bekommen und von jedem der Bandmitglieder. Und dann habe ich 2,5 Stunden da gesessen und Autogramme gegeben. Und immer die gleichen Fragen beantwortet oder mir angehört, dass Maxi so gut ist und dass wir wunderbar sind. Und ich habe... Das heißt, du sprichst... ich spreche inzwischen fließend Chinesisch. Ich okay. weiß auch alles in der Küche. Ja, sie haben alles in der Küche. Das war eine Glam-Erfahrung. Ja, das ist eine Glam-Erfahrung. Da gab es Limousinen und es gab Polizei und es war irgendwie seltsam. Jetzt sitzt du hier mit der Kiezpatrouille. Jetzt sitze ich mit der Kiezpatrouille und es ist schöner. Ja, ich sehe schon, deswegen sind wir ja eigentlich hier, Berlin Gambo. Ja. Dadurch sind wir ja von der Kiezpatrouille auf dich aufmerksam geworden. Und wir würden natürlich gerne den Leuten, die sich das angucken, und anhören, gerne ein bisschen mehr über den Künstler Snow Schwarz erzählen. Was bist du so für ein Mensch? Ein Scheuermensch. Ein Scheuermensch? Ein Scheuermensch und ich habe viele Facetten, die ich auch immer alle selber noch entdecke. Vielseitig. Vielseitig, okay. Und wie würdest du dich selbst bezeichnen? So künstlerisch? Also ich bin eigentlich Schlagzeuger, ich bin... aber auch Philosoph, Kiez-Philosoph, ja. Also deswegen gefällt mir das auch mit der Kiez-Patrouille, okay. Weil ich auch mich selber als Kiez-Philosoph betrachte. Ich ignoriere alles, alle Stile, Style-ignorant. Ich bin Kompositeur und mag Worte. Okay, du magst Worte. Ja. Du siehst gar nicht so aus, als ob du alles ignorierst, aber du hast so deinen eigenen Style. Ja, jetzt inzwischen weiß ich natürlich, wie ich das mache. Aber das Eigentliche ist, dass ich immer... da sein wollte, wo es ist, immer dabei sein wollte und nie richtig dabei war. Okay. Das kennen bestimmt viele. Okay. Schule und Musik und immer irgendwie so. Und, aber ich habe irgendwie dann, das ist dann daraus geworden. Nachtigalle, Köln, ihr Trapsen. Wie bist du zur Musik gekommen? Das wäre noch ganz interessant für alle die, die selbst gerade in so einer Findungsphase sind. Ja, die Musik war immer da. Also meine Eltern machen Musik, das war immer da. Und ich habe dann relativ schnell Schlagzeug gelernt. Und Schule. Okay. Schülerband. Schulband mit einem Rockmusiker, der uns angeleitet hat. Okay. Wir waren seine Klone. Okay. Kennen wir den Rockmusiker? Nein. Nein. Ich sehe, du hast ein kleines Repertoire von CDs mitgebracht. Genau. Sind das alles deine Sachen? Oder? Genau. Ich habe gedacht, dass vielleicht das für dich und die Kiezpatrouille interessant ist. Ich habe so einen Querschnitt aus meiner Vita. Mhm. Die scheint ziemlich lang zu sein. Das ist das Best-of, was ich auch gut finde. Okay. Und verschiedene Bands halt. Ne? Wir haben die Fremden, Grini Cousine, Jams, Polkaholics, Aiden Bartley. Musik ist für mich Luft. Ich muss das machen und ich muss auch... Hey. Hm. Peter. Das ist Peter Gief. Kennst du auch, oder? Der Typ mit dem Ledermantel vorhin am Eingang.